Howdy, heute mit dem Film Die Bäreninsel in der Hölle der Arktis. Regie führt Don Snapp und die Musik ist von Robert Verhoorn. Eine Handvoll Forscher unternimmt eine wissenschaftliche Expedition auf der Bäreninsel. Im Zweiten Weltkrieg war nämlich auf der Bäreninsel ein U-Boot-Stützpunkt der Nazis und angeblich sollte auch ein Schatz sein. Das Ganze basiert auf dem Roman von Elster Mellin, der auch die Romane zu Die Kanonen von Navarone und Agentin Sterbin Einsam geschrieben hat. Ich muss leider sagen, dass das Bootleg nicht ganz so viele interessante Informationen hat. Ja, auch so über die Darsteller, aber ja, ich kenne das ja mehr oder weniger. Wie schon gesagt, es hat halt nicht ganz so viele interessante Punkte. Ja, und das sieht, dass die Dreharbeiten sehr schwierig waren bei kalten Temperaturen, was ja natürlich klar ist. So. Donald Sutherland ist noch bekannt aus den Filmen Die Körperfresser kommen und Wenn die Gondeln Trauern tragen. Richard Widmark ist bekannt aus den Filmen Achterbahn und Koma. Und natürlich haben wir auch noch Christopher Lee. Den kennt man natürlich aus den Star Wars Prequels und Herr der Ringe. Handlung gut. Darstellung auch gut, Musik könnte besser sein. Fazit, er hat mich jetzt nicht ganz so vom Hocker gehauen. Ich hoffe, euch hat die Review gefallen. Bis dann.